Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Montag, früher Nachmittag und ich habe gedacht, ich nehme euch doch jetzt ein bisschen mit und wir fangen an mit Spüle sauber machen. Da sind wieder Verfärbungen, also wende ich wieder meinen Trick an und zwar gebe ich Pulver, was zum Geschirrspüler eigentlich reingehört, überall drauf, nachdem ich groben Dreck entfernt habe und kippe kochendes Wasser rein. Und man kann sehen, es fängt an zu reagieren, es blubbert ein bisschen. Und jetzt vergesse ich das Ganze einfach für ein halbes Stündchen oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Und das darf einfach einwirken und ich widme mich den anderen Sachen, die im Haushalt so erledigt werden müssen, und zwar die Wäsche. Ich stopfe einmal heute nur eine Maschine, weil ich nachher noch weg will. Den Rest wasche ich halt morgen. Also einmal eine Waschmaschine anmachen. Ich benutze heute mal dieses Pink Stuff oder wie auch immer das heißt. Gebe ich ein bisschen mit dazu zum Waschmittel und dann ganz normal Weichspüle, alles von Amway. Und während die Maschine runde dreht, gehe ich nach oben und wechsle bei uns die Bettwäsche. Das muss auch mal wieder sein. Hatte ich eigentlich gestern schon vor, habe ich aber dann gestern einen ruhigen Tag, also wirklich Pause gemacht. Ich habe gestern rein gar nichts erledigt zu Hause, außer so Kleinigkeiten wie Geschirrspüler oder mal das Essen warm machen und so. Ansonsten habe ich wirklich alles liegen lassen und habe einfach mir jetzt das ganze Wochenende Pause gegönnt. Jetzt ist die Pause vorbei und ich wusel wieder vor mich hin. Und ich habe gerade geschafft, jetzt zack, beim Bettwäsche aufziehen mit dem Finger, mit der Hand gegen die Schrägung da geknallt. Today. Naja, werde ich überleben, ist nicht schlimm. Aber solche Verstümmelungen, ne, es passiert nur im Haushalt. Ja, jetzt hatte die Spüle Zeit oder das Zeug einzuwirken und jetzt muss einfach alles abgespült werden. Mit der weichen Seite vom Schwamm nichts schrubben, nichts, einfach nur das Seifige einmal abspülen, nachtrocknen und die Spüle sieht aus wie neu. Ich wende diese Geschichte so einmal die Woche, wenn es gut geht. Manchmal klappt es nicht so ganz, dann eben alle 10 Tage an und das funktioniert wunderbar. So kann ich nur empfehlen, nachzumachen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Montag, 15 Uhr gerade. Eigentlich bin ich ja natürlich schon viel, viel länger hier im Gange. Ich habe auch schon ohne euch hier und da was gemacht, wo ich euch dann nicht mitgenommen habe. Ich habe erstmal kurz noch überlegt, ob ich ein, zwei Tage länger Pause mache. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Ja. Also seid ihr wieder dabei. Jetzt überlege ich gerade, was ich als nächstes mache. Eigentlich wollte ich heute unbedingt noch zu Norma. Ich war da schon sehr lange nicht mehr. Doof ist nur, Isabel hat noch 2 Stunden zu arbeiten. Die hat montags immer länger, weil die montags immer Planungstag haben für die ganze Woche und tralala und überlegen und wer was macht und so weiter. Ne? Kindergarten muss man sich ja wirklich überlegen, was man mit den kleinen Stinkern da jetzt alles tut und ne, womit man die alle beschäftigt kriegt und so weiter und so fort. Das heißt, sie kommt schon mal nicht mit. Ob ich jetzt meinen klitzekleinen, riesengroßen zwinge, könnte man machen, ne? Einfach mal den rauszerren und sagen, komm, du kommst jetzt mit. Oder alleine fahren, das ist auch eine Sache, kann man auch machen. Apropos Raffi, der ist gestern spät abends, naja, so 20 vor 11 ist sein Zug angekommen. Irgendwann mal 11:15 waren sie dann zu Hause. Total aufgedreht, richtig glücklich, ne? Also dem hat es da sehr gut gefallen, wo er war. Also aussteigen musste er in Friedberg, das ist laut der Route, ne, von dem Zug die letzte Station vor Frankfurt. Ne, danach hält er in Frankfurt, der Zug. Und ab da mussten sie natürlich noch ein bisschen fahren und so weiter, aber die haben richtig viel unternommen. Die haben da so eine Art Bauernhof anscheinend und der Vater von dem Mädchen imkert, ich zeige euch mal was. Da haben die doch einfach meinem Kind 2 Gläser eigenen Honig mitgegeben.
Der war richtig happy, als er gestern den ausgepackt hat und dann auch noch, irgendwas steht hier drauf, aber ich kann das nicht lesen, weil es so ins Glas eingraviert ist, aber irgendwas steht da, Deutscher Imkerbund e.V., echter deutscher Honig, aha. Sowas steht hier, man kann es ein bisschen sehen, ne? Aber ist sehr schwer zu lesen auf so einem hellen Honig. Aber hier auf dem Glas, oh, Deckel steht auch, genau das gleiche, glaube ich. Das ist das. Ja, auf jeden Fall war er richtig glücklich. Guck mal, Mama, die haben mir Honig mitgegeben und nicht nur ein Glas, sondern gleich zwei. Er ist bei uns auch so einer, der liebt Honig. Deswegen freuen wir uns auch jedes Mal riesig, wenn Julia, also die Nachbarin, über ein Haus weiter auch welchen abgibt. Ihr Mann hat das als Hobby, aber ne, Imkerei. Und die betreiben das anscheinend auch ein bisschen auch mit Verkauf und so. Und dann waren sie da, ich weiß jetzt mit B irgendwas der Ort, in einem 50er-Jahre-Museum, also sie waren jetzt nicht die ganze Zeit nur zu Hause da, diese zwei Tage, ne, die Rafi da war, sondern haben auch was unternommen, haben was sich auch angeguckt. Und das hat ihm richtig gefallen, 50er-Jahre-Museum, der hat auch ein paar Fotos mitgebracht und so. Ja, also voll glücklich und zufrieden. Und das Mädchen hat ihn dazu gebracht, genötigt, wo ist denn jetzt das zum Aufmachen hier? Ich hab's doch gerade vorhin aufgemacht gehabt. Hallo, ach da. Die haben Kekse gebacken. Cookies. Solche Cookies haben die gebacken. Und Rafi hat hier gleich so einen Eimer mitbekommen. Mit Cookies. Ja. Natürlich war er richtig K.O. gestern. Auf dem Rückweg, also hin, war der Zug nicht voll, als er hingefahren ist am Freitag, konnte er die ganze Zeit schön sitzen und zurück musste das arme Kind fast die Hälfte oder über die Hälfte der Strecke stehen. Oder eben hat er sich dann auf dem Boden, einfach im Gang auf den Fußboden gesetzt, weil der Zug so voll war. Ja. Jetzt ist er zu Hause oben. Macht sein Zimmer sauber und hilft auch ein bisschen. Der macht oben dann jetzt den Flur und die Treppe saugen und so weiter und so fort. Hat auch schon hier Müll rausgebracht und so weiter. Also ihr Lieben, wenn ihr das nicht seht, dass die Kinder jetzt heißt das noch lange nicht, dass sie nicht helfen. Ne, die Kinder helfen, weil wirklich nach Möglichkeit eigentlich ganz viel sogar. Wenn sie zu Hause sind, helfen sie, wo sie können. Das Doofe ist nur halt, die sind nicht viel zu Hause. Isabel hat Schule und Kindergarten im Rahmen ihrer Ausbildung. Raphael ist in der 10. Klasse, das ist Abschlussklasse. An manchen Tagen hat er 8 Stunden oder trifft sich mit jemandem, um was vorzubereiten und so weiter, weil demnächst Prüfungen anfangen und so weiter. Und Christian arbeitet den ganzen Tag. Der fährt um, keine Ahnung, ich glaube 5:30 oder so fahren sie jetzt im Winter, ein bisschen später, hier weg mit Papa zusammen und kommt erst zwischen 5:30 und 6 nach Hause, weil sie eben im Winter die Zeiten ein bisschen anders legen. Ja, von daher ist es ganz normal, dass ich die meiste Arbeit hier mache, weil ich zu Hause bin. Aber die Kinder, die unterstützen mich schon, wo sie können. Wenn sie nach Hause kommen, dann müssen sie auch mal tatsächlich zwischendurch Geschirrspüle aus- und einräumen oder auch mal durchsaugen, Holz reinholen und solche Sachen. Ne, also nur weil ihr das nicht seht, heißt das noch lange nicht, dass das nicht stattfindet. Ich kann aber nicht die ganze Zeit immer auf jeden und alle die Kamera draufhalten. Funktioniert nicht. So. Wollte ich nur Bescheid sagen. Gut, und jetzt geht's für mich weiter. Ich muss überlegen, was ich zum Abendessen mache. Die Nägel habe ich immer noch nicht gemacht übrigens. Die sind überall schon nicht mehr so schön. Ja. Irgendwas zum Abendessen machen und ja, eigentlich wollte ich zur Norma. So sieht's aus. Mal sehen. Auf jeden Fall nehme ich euch weiter mit, egal was jetzt als nächstes passiert. Irgendwie bin ich gerade hier voll am Schmelzen, warum auch immer. Eigentlich ist es ziemlich frisch sogar hier. Ja, mal sehen, was der Tag noch mit sich bringt.
Ja, bevor Raffi und ich abdüsen, mache ich jetzt einfach mal den Kamin sauber und sauge hinterher durch. Weil Raffi gerade noch beschäftigt ist, beschäftige ich mich dann auch ein bisschen im Haushalt weiter. Er macht nämlich sein Zimmer einmal gründlich aufräumen und ein bisschen was ändern, irgendwie, keine Ahnung, er will da irgendwas machen. Also gebe ich ihm die Zeit und kümmere mich in der Zeit um Sachen, die auch so erledigt werden müssen. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Ich habe doch noch den Kleinen gezwungen, böse, böse Mama, mitzukommen. Dementsprechend sah er auch aus die ganze Zeit, ne? So ein Gesicht. Ja gut, das, was ich ihm sonst hätte kaufen wollen, haben die gerade nicht da. Er bräuchte mal so diesen Lichterschlauch. Manuel früher hatte ja in dem Zimmer, in dem Raffi jetzt wohnt, ne? So die ganze Wand, so ganz oben an der Decke und dann auch so die Schrägungen runter. So einen blauen Lichterschlauch gehabt, der ist aber kaputt. Also dachte ich, vielleicht ist da irgendwie einer, weil ich habe jetzt die letzten Wochen nicht so ganz verfolgt, was da im Angebot alles war. Auf jeden Fall hätte ich ihm den gekauft. Aber hatten die nicht. Naja gut, ich habe ein paar andere Sachen mitgenommen, aber es ist nur diese eine Kiste geworden. Katzenfutter habe ich noch 8 Dosen, das habe ich hinten gelassen. Weswegen ich überhaupt losgesprintet bin, mehr oder weniger, ist tatsächlich meine Gemüsebrühe. Die ist sehr, sehr gut und vor allem so ein großer, großer Bottich, Bio und ja, lecker. Nicht zu salzig, sodass man das sehr gut selber dosieren kann mit dem Salz hinterher. Und auch wirklich vom Preis hier ganz angenehm. Deswegen musste ich unbedingt los, weil ich ne, gesehen habe in der Werbung, dass die die haben. So, habe ich jetzt zweimal gekauft. Dann habe ich, das teilen wir uns mit Easy, sind, wie viele Paare sind das? 7 Socken, richtig flauschige Kuschelsocken. Jetzt im Winter trage ich eigentlich nur noch sowas. Für Evchen oder Rafi habe ich so einen Schal mitgenommen. Der meinte, ja, wenn er nicht gerade einen Hoodie trägt, könnte er ganz gut einen Schal gebrauchen. So einen Herrenschal, Winterschal, habe ich jetzt mitgenommen. Steht irgendwas drauf, wie viel, was ist das für ein Stoff ist? Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Das ist zu klein geschrieben. Für mich habe ich noch solche Kuschel-Leggings mitgenommen. Sowas. Ja, eigentlich so komische Grau, dunkle Grau, was weiß ich, das für eine Farbe ist. Auch jetzt für den Winter. Das ist dabei. Dann habe ich noch hier Anzünder für den Kamin dabei. Musste sein. Und diese 2 Tassen habe ich mitgenommen. Einen für Rafi, der wollte unbedingt die haben. Und eins, eigentlich weiß ich nicht, eigentlich habe ich gedacht für mich, aber das wird sich garantiert easy krallen. Also das sind Keramiktassen, ne? Also nicht jetzt wie die da hinten. Das ist bei mir reine Dekoration, ne? Da in der Ecke habe ich auch mal da gekauft, weil die aus Metall sind. Das sind Keramiktassen und ich zeige euch einfach mal, was draufsteht. Kann man das gut sehen? Ja. Genau. Mit solchen Sprüchen habe ich jetzt die Tassengenamik genommen. Eine steht, ich bin eine verdammte Lady, du Arsch. Und hier ein Scheiß muss ich. Dies wollte Ralf für sich. Dass ich ihm die kaufe. Ja. Dann auch gerade im Angebot auf den Tischen sind verschiedene Gewürzmühlen. Ich habe hier katalanisches Gewürzsalz mitgenommen, nachfüllbar und kann danach was anderes reinmachen, wenn das alle ist. Habe ich jetzt eingepackt. Dann habe ich vor allem für Krischi, aber Isi mag das auch gerne, Schleckermäulchen, 4 Stück. Davon sind 2 Vanille und dann einmal Pfirsich, Maracuja und einmal Erdbeere. Dann habe ich einmal Pickup dabei. Einmal Zwiebeln, dann
meine Butter endlich gefunden, die weniger Fett, also Balance und gesalzen, gibt es gerade selten irgendwo. Dann habe ich einmal einen Spitzkohl mitgenommen und einmal Bananen. So, die sind dabei, weswegen Rafi auch gesagt hat, ja, hätte ich sonst morgen. Ich muss morgen oder Mittwoch unbedingt Lidl oder sowas noch los. Kamillentee, habe ich gleich 3 Packungen mitgenommen und eine Packung türkischer Apfel. Den trinkt Dirk sehr gerne und Kamillentee trinken alle gerne. Also der geht bei uns momentan so schnell weg, warum auch immer. Dann habe ich einmal gesalzene, geröstete Mandelkerne dabei. Einmal Batterien, ganz normale. Jetzt kommt ja die Zeit, wo man Batterien braucht für Beleuchtung und so weiter. Dann dieses Hotlets Junior Farm für Alinchen, wenn sie das nächste Mal da sind. Also die sind weniger, also mit weniger Salz. Dann hatte ich nichts rausgeholt gehabt, deswegen habe ich das jetzt gekauft. Puttenfleisch und Bulgur. Den wollte ich auch noch mitnehmen, deswegen ne, XXL-Packung. Bio-Bulgur habe ich eine große Packung jetzt dabei. Und das letzte, was ich dabei habe, ist die Packung von diesen Mini-Picos Margarita. Genau, das ist auch alles. Das ist so ein kleiner Einkauf. Dadurch, dass aber hier so Sachen sind, die etwas mehr kosten, wie die Leggings, Socken, Schal und so weiter, war ich dann tatsächlich bei 90 Euro. Und das war jetzt, ich sag mal, außerplanmäßiger, außergewöhnlicher Einkauf, ne? Weil ja, meine Gemüsebrühe musste unbedingt her. Ich habe die letzten Monate sogar schon immer wieder mir irgendwo sowas wie Knorr oder so gekauft. Aber die hier ist wirklich sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wenn einer mal ausprobieren möchte. Genau, das muss jetzt einmal schnell verräumt werden und dann koche ich was ganz, ganz Einfaches zum Abendessen. So ihr Lieben, es geht jetzt los mit dem Kochen und ich erkläre euch, was ich jetzt vorhabe. Das, was ich jetzt machen werde, geht wirklich schnell und ich kann eine Zeit lang sogar die Küche verlassen, ohne dass hier was Schlimmes passiert oder so. Ich muss nämlich noch die Wäsche aufhängen und den Kamin anschmeißen. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ganz simpel. Ich mache eine Pfanne, eine Bulgurpfanne. Ich habe hier nämlich noch was gehabt. Ne? Also ich habe das jetzt auf Vorrat gekauft, was ich euch vorhin gezeigt habe, sodass ja, immer was da ist, weil das tatsächlich sehr lecker schmeckt und auch gesund ist. Es wird eine Bulgurpfanne sein mit Puttenfleisch und minimal Gemüse. An Gemüse habe ich hier 2 kleine Möhrchen oder eine große, eine Paprika, eine Zwiebel und eine Solo-Knoblauch. Und ich hole gleich noch Tomatenmark und überlege gerade, ob ich noch, ich muss gucken. Kann sein, dass es nur bei Tomatenmark bleibt. Ich denke schon. So, dann habe ich hier meine ofenfeste Pfanne mit minimal Öl drin. Und jetzt geht's los. So, als erstes, wo habe ich denn jetzt das mit dem Säulen, denke ich hier, gebe ich die gewürfelte Zwiebel rein. Und die Möhre habe ich gerieben. Das darf jetzt einmal kurz anbrutzeln, bevor es weitergeht. Einmal kurz anrösten und dann kommt der Rest rein. So, das ist jetzt tatsächlich richtig schön angebräunt jetzt. Kann man weitermachen. Und zwar Paprika. Und das Fleisch gebe ich jetzt rein. Und ich gebe einfach nur erstmal ein bisschen Salz. Und
und Pfeffer drüber. Und lasse das Ganze auch jetzt ein bisschen anbrutzeln. Und auch wenn es jetzt Hähnchengewürz heißt und das hier Puttenfleisch ist, ich denke, das geht auch. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen was davon drüber. Und lasse das einfach mal anbraten. Und mache ein bisschen Werbung. Gerade, ja. Just Spices, ihr wisst ja, ich habe immer noch die Kooperation mit Just Spices und mit meinem Rabattcode gibt es genau dieses Hähnchengewürz gerade oder immer, bis ich das ändere, gratis dazu. So wie es hier ist, in Originalgröße, zu jeder Bestellung ab 20 Euro gibt es mein Hähnchengewürz, also ein gratis Gewürz. Ich werde das irgendwann mal ändern. Gerade also während einer laufenden Aktion kann man das nicht. Und momentan ist das mit den Adventskalendern die Aktion. Von daher bleibt es erstmal beim Hähnchengewürz. Aber ich finde, das Gewürz, die Gewürzmischung ist sehr gut. Wirklich total lecker. Meine Mama hat sich das auch schon mal bestellt gehabt und die liebt dieses Hähnchengewürz auch. Es schmeckt einfach gut und die Gewürze von Just Spices, die sind wirklich auch reingewürzt. Da sind jetzt keine Zusatzstoffe oder sonst irgendwas. Und ich finde, Salz ist auch nicht ganz so, auch wenn es überall Salz drauf steht oder bei vielen Sachen, ne? Mehr Salz, aber so salzig ist das nicht. Ihr seht ja, ich salze ja meistens noch zusätzlich. Apropos Salzen, ich habe noch nie mein Essen versalzen. Also wenn jetzt, ich habe schon wieder letztens Kommentare gehabt, wieso so viel Salz und so weiter. Ich weiß schon, wie viel Salz ich nehme für meine Familie. Ne? Das ist kein Teelöffel. Ne? Ich zeige euch den Unterschied. Das ist ein Teelöffel, das ist kein Teelöffel. Ne? Das passt so richtig rein. Das ist ein klitzekleines Löffelchen. Und außerdem, ich koche in sehr großen Mengen oder in großen Mengen und wir mögen es gerne etwas würziger. Es ist ja überall so, man sieht ja, wenn man jetzt alleine nur die Sendung Das perfekte Dinner guckt, ne, da sitzen 5 Leute am Tisch, einer hat gekocht und der Koch sagt, es könnte ein bisschen scharf sein. Dabei fragt der eine gleich, wie scharf, wo ist scharf? Und fragt nach Chili oder sowas, der nächste bittet sofort um ein Glas Milch. Es ist jeder so, wie er mag. Bei uns ist es genauso, ich stelle was auf den Tisch und sage, Leute, leichte Schärfe. Rafi, easy, welche Schärfe? Ja, weil die mögen es gerne etwas schärfer und genauso, letztens habe ich gedacht, vielleicht ist das ein bisschen zu viel Salz, habe ich erwähnt, ne? Das könnte vielleicht ein bisschen salzig sein. Perfekt. Also wenn es nach Christian geht, der hätte sogar noch Salz zusätzlich genommen, habe ich gesagt, lass mal, das ist doch salzig genug. Es ist jeder wie er mag, jeder hat ein anderes Empfinden, anderen Geschmack. Von daher, ich nehme schon genug Salz oder so viel Salz, wie es für uns richtig ist. So. Wollte ich nur einmal erwähnt haben. So, ihr Lieben, es geht jetzt weiter. Ich habe das hier einmal mit Deckel zugemacht, damit das Fleisch einmal besser durchgaren kann. Jetzt gebe ich den Knoblauch dazu. Ist eine kleine Solo-Knoblauch oder 2-3, je nachdem wie knoblauchig ihr das mögt. Von normalen Knoblauch. Und jetzt gebe ich ein bisschen Tomatenmark dazu. Heute machen wir die ganze Geschichte ein bisschen tomatiger und röste das auch kurz an. Und hier habe ich den Bulgur einmal abgewaschen und zack, hey, ich habe gesagt zack, so jetzt, gebe ich einfach mal dazu. Ganz kurz so ein bisschen braten
lassen, so minimal ein paar Sekunden. Eben so lange kurz braten lassen, bis man, ja, so lange wie man braucht, um Wasser zu holen und so weiter. Jetzt gebe ich einfach mal Wasser rein. Dass die ganze Geschichte einmal gut bedeckt ist. Und ich benutze auch gleich die frisch gekaufte Gemüsebrühe. So. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Basilikum rein. Ein bisschen Dill, aber den könnt ihr weglassen, wer keinen Dill mag. Und tatsächlich minimal noch Salz, weil diese Gemüsebrühe, die ist auch nicht salzig, also deswegen mag ich die ja auch, habe ich ja schon erwähnt. So, jetzt ist eigentlich von meiner Seite auch fast schon alles. Ich drehe die Hitze runter auf 6, 5 so ungefähr. Mache den Deckel drauf und lasse das blubbern. Vielleicht sogar auf 5 oder 4 so noch weiter runterstellen. Es muss nicht mehr jetzt sprudeln, kochen oder so, es muss mehr ziehen. Fleisch muss natürlich komplett durchgaren und so weiter. Ja, einige Minuten. Immer wieder mal zwischendurch gucken natürlich, ne? Dass wenn zu wenig Wasser ist, das auf einmal alle ist, dann einfach ein bisschen nachkippen oder so. Ja, und dann hat man es. Und ich werde in der Zwischenzeit ins Wohnzimmer gehen, die Wäsche aufhängen, den Bulgur, ich glaube, ich kipp das auch mit dazu. Ich habe das jetzt da hinten umgefüllt, ne, in dieses Behälter, dann kann ich das da reinpacken, dann habe ich einen großen Bottich. So, ihr Lieben, das Essen ist fertig, sogar so schon etwas länger. Ich habe jetzt nur auf meine Männer gewartet, die waren heute irgendwie weiter weg, länger weg und was weiß ich, sind gerade erst vor einer Viertelstunde nach Hause gekommen und gerade noch am Duschen. Deswegen ist heute etwas späteres Abendessen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, wo die bleiben. Ja, bei diesem, wie soll man, Dunkelheit und Regen und so weiter, ist es nicht ohne, so eine weite Strecke zu fahren. Aber jetzt sind sie da und deswegen essen wir jetzt und danach sehen wir uns kurz wieder. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 8 Uhr, genau 8 Uhr. Ich habe gerade Nachrichten gehört, da diese Musik. Ja, wir haben schon gegessen. Ja, wie gesagt, meine Männer kamen heute ziemlich spät, die haben heute Überstunden gemacht und dann haben sie irgendwo in Hamburg gearbeitet, irgendwo da Richtung Flughafen und noch weiter. Das heißt, die mussten auch durch die ganze Stadt und so, ne? Deswegen, die waren heute, die Armen, echt, ich glaube, über 14 Stunden insgesamt unterwegs. Jetzt haben sie verdienten Feierabend. Dirk gammelt auf dem Sofa vorm Fernseher, Christian ist auch nach oben gerade gegangen, also die müssen heute auch nichts mehr machen, definitiv nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt genug erledigt. Isabel hat gerade mit mir, ich habe ein bisschen geholfen, Geschirrspüler gemacht. Das Essen war sehr lecker, schnell, aber wirklich lecker. Und ich, kann man auch als gesund betiteln, ne? Mit ein bisschen Gemüse, mageres Puttenfleisch und Bulgur vor allem. Genau, das ist jetzt auch abgehackt und ich setze mich nur noch vom PC und mache dieses Video für euch fertig. Ja, ich habe heute Morgen beim Hausarzt angerufen, habe auch geschafft, hier bei uns sogar durchzukommen. War noch jemand da und habe jetzt für Mittwoch einen Termin morgens, auch hier direkt bei uns, und muss dafür nicht mal irgendwie in die Kurstadt fahren, in die große Praxis, wegen meinem Handgelenk. Ne? Mal gucken, was der sagt. Und auch mir ist seit gestern andauernd schwindelig. Keine Ahnung warum, wenn ich mich bücke oder so. Ich habe heute wirklich mehrmals Angst gehabt. Ich lande gleich im Geschirrspüler, in der Waschmaschine oder im Kamin drin. Genau. Wenn es jetzt bis Mittwoch nicht besser wird, dann darf er dann auch das sich angucken, was das sein kann. Genau. Ja,
Morgens am Mittwoch habe ich da Termin, morgen ist Physio und noch irgendwas war auf dem Zettel. Auf jeden Fall, die Woche hat wieder angefangen. Ich nehme euch mit, wo ich kann. Die Pause ist vorbei. Ich habe ja nur das Wochenende frei gemacht. Vielleicht hätte ich, könnte ich, müsste ich, vielleicht sogar eher müsste ich, ne, länger machen, aber ich habe leider gesehen, dass übers Wochenende wieder ganz viele, also wirklich viele, zack, wieder weg sind. Und ja, das ist ein bisschen traurig, aber ist leider so. Deswegen bin ich wieder da. Genau. Ich mache jetzt keine längere Pause. Wochenende muss dann reichen. Ja, und das war jetzt mein Video. Ein bisschen Haushalt, ein kleiner Mischmasch-Haul, ein bisschen was kochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.